Also vorab nochmal, heute wird nicht gefrickelt. Ja, ich erzähle mal ein bisschen was zum Hintergrund, zum Thema. Und stelle dann sozusagen frei, wer da noch Bock drauf hat. Und weil es ja sozusagen angekündigt wurde als Frickel-Workshop und das ist es jetzt nicht mehr. Weil sich einfach im Zuge der Masterarbeit einiges verändert hat. Und ich brauche jetzt an anderen Punkten Unterstützung. Und ja. Wer da noch Bock drauf hat, dann kann er sitzen bleiben. Und wenn nicht, ist auch völlig in Ordnung, wenn er da keinen Bock mehr drauf hat. Okay, im Hintergrund. Also, ich studiere eigentlich Industrial Design, Transportation Design. Verstehe mich selbst aber als Transformation Designer, Social Designer. Wer vielleicht davon mal ein bisschen was gehört hat, also ich stelle mal ein paar Projekte vor, damit man sich darunter ungefähr was vorstellen kann. Achso, ja, ich studiere hier in Braunschweig. Momentan schreibe ich die Masterarbeit aber am Umweltbundesamt in Dessau. Komm noch rein. Gerade erst angefangen. Genau. So. In der Masterarbeit. Also, wir machen so Sachen wie zum Beispiel für VW Zukunftsforschung. Das heißt, letztens haben wir irgendwie lebenswerte Stadt 2030 uns überlegt und dann halt so ein intermodales Verkehrssystem entwickelt. Machen wir. Oder zum Beispiel zum Thema Social Design, das ist Travelgate, das ist ein Projekt von mir. Das ist praktisch ein Zeichen, mit dem man sich gegenseitig erkennt, von Leuten, die auch gerne reisen und sich dann gegenseitig Tipps austauschen kann, wenn man sich in der Stadt sieht, egal ob man in der Stadt heimisch ist oder zu Besuch. Also eine Art Community. Und Streuobst war auch ein Projekt jetzt von der Summer School. Praktisch für Dessau gewesen, dort war halt ein unheimlich großes Streuobstaufkommen und die Stadtbürger, die haben sich immer selbst versorgt sozusagen und die Studenten dort eben gar nicht. Also die wissen überhaupt nicht, was sie da überhaupt haben an Goldschatz, an Obst und so weiter. Und dann haben wir jetzt so ein Mobil entwickelt, was sozusagen die Selbstversorgung bestärken sollte, indem die Studenten damit halt rumfahren können, die in die Strebergärten und sich von den Leuten halt praktisch Obst holen, weil die halt so viel Obst haben, weil die Streuobstwiesen da riesig sind und die Gärten sind riesig. Und die Leute wissen gar nicht mehr, wohin mit den Obst, weil halt gar nicht mehr so viele Leute dort wohnen. Genau, und das ist halt, versteht man so unter Social Design. Das heißt, man bringt halt noch ein Element in das bestehende System, um das sozusagen wieder zum Funktionieren zu bringen oder um eine Funktion zu erweitern. Und das ist das, was ich eigentlich so mache. Also, ja, hat also ja, mit dem Hacken oder so jetzt gar nicht so groß was zu tun. Je nachdem, in welchem Kontext man das betrachtet. Genau, zur Masterarbeit. Also das Thema geht es denn? Okay. Können wir die mal runter machen? Okay, also Thema der Masterarbeit heißt nachhaltige Konsummuster, Konsumentenstrategien zur Reduktion der geplanten Obsoleszenz. So, genau, die schreibe ich halt hier an der HBK und in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, das Umweltbundesamt ist halt eine Behörde und betreibt Forschung, ja. Hat Ökologen und auch ein paar Soziologen. Da sitzen und sind halt ein paar tausend Menschen. Genau. So, zur geplanten Obsoleszenz erstmal, wer es nicht kennt, geplante Obsoleszenz ist der geplante Verschleiß von Teilen. Ich habe mich jetzt auf Elektroteile konzentriert, deswegen halt auch der Vortrag und der Workshop hier in dem Rahmen. Habe ich jetzt auch nochmal im Zuge der Masterarbeit auf Mobiltelefon konzentriert und möchte aber gar nicht so sehr auf das Geplante sozusagen abzielen sozusagen, weil das ist, ja, also im Umweltbundesamt sagt man, das wäre sozusagen, man würde den Herstellern sozusagen, wie sagt man, vorwerfen, sie würden das mit Absicht machen. Ist jetzt dahingestellt, ob es so ist oder nicht, ja. Aber das Thema kann man trotzdem bearbeiten, ja. Und zwar noch in anderer Sicht, aber das nochmal. Erstmal, also recycelt werden weggeschmissenen Telefon von nicht mehr gebrauchten Telefon nur 25% der Müll und spannender Film, mich auch maßgeblich inspiriert zu dem Thema überhaupt, auch umweltpolitisch mehr zu agieren.
Genau, und auf dem Film werden halt viele Szenen gezeigt, wo der Elektroschrott eigentlich landet. Und das war das Bild hier in Afrika. Und ja, der Großteil mit Elektroschrott ankommen, weil es halt für die Firmen einfach günstiger ist, die containerweise dorthin zu schicken, sozusagen. Und es ist dann, sieht wirklich so aus, dass die Jugendlichen und Kinder dort die Elektrogeräte Steinfelsen mit einfachen sozusagen, dann das Plastik verbrennen, ja, die ganze und so auch einatmen, nur um dann das Edelmetall daraus zu bekommen. Also das sozusagen damit, und das war halt die größte Motivation, das überhaupt zu machen, das Thema anzugehen und was da dagegen zu tun, dass die Geräte echt nur noch ein oder zwei Jahre behalten werden. Genau. Hier nochmal eine kleine Statistik, habe ich mir von iFixit geklaut, wer die Plattform kennt. Also ich kann mir vorstellen, dass hier in dem Rahmen einige die kennen. Kennt die jemand iFixit? Super. Genau, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass ihr die kennt. Ja, wer die nicht kennt, dort gibt es praktisch Anleitungen zum Geräte reparieren, mit Videoanleitung und so weiter, für Telefone, für alle möglichen Sachen eigentlich, ne? Genau. Ja, und da wird halt auch propagiert, dass man Sachen auch wirklich noch reparieren kann, ganz im Gegenzug zu dem, was ich jetzt auch in Interviews rausbekommen habe mit Herstellern, mit Dienstleistern, die alle sagen, nee, geht gar nicht, die Leute sollten die Finger davon lassen, da geht eher mal kaputt, als dass man was repariert. Aber das Thema wollen wir wirklich heute auch bearbeiten. So, psychische Obsoleszenz, mit der habe ich mich dann auch im Zuge auseinandergesetzt. Einfach habe ich festgestellt in den Interviews, dass die Geräte nicht unbedingt nach 2 Jahren kaputt gehen, sondern dass die Leute sich einfach nach 2 Jahren das Telefon kaufen. Einerseits, die einfach 2-jährig erneuert werden, man dann halt ein neues Telefon bekommt. Andererseits natürlich auch, weil man die neuere Technik haben möchte, auf dem neuesten Stand der Technik sein möchte. Und das ist natürlich auch eine Frage, große Frage, was kann man da eigentlich tun, ne? Also wie steht es um die Kompatibilität, sag ich mal, neuer Apps, alte Geräte und so weiter? Ja, das ist auch ein Problemfeld, was wir uns nachher mal vornehmen könnten. Genau, zum Thema, also ich habe 10 Menschen interviewt, normale Endverbraucher, waren 8 ohne Nutzungsvertrag, das heißt, Telefone auch ein bisschen länger behalten, 4 Jahre so ungefähr. Genau, ein paar bekommt, also dort seht ihr mal Interviewbeiträge sozusagen, Sachen, die Leute gesagt haben, damit ihr, wenn ihr Bock habt, nebenbei ein bisschen lesen. Genau. Tatsächlich haben 50% der Leute angegeben, dass sie das Handy dann zwar nach mehreren Fehlern sozusagen im Gerät, aber auch, weil sie die neuere Technik haben wollten, sozusagen das Gerät erneuert haben. Genau. Und ja, also gerade Service-Dienstleister oder von Mobiltelefonen, solche Leute sind natürlich, also der eine sagt 95%, der andere sagt 99%. Das sind natürlich persönliche Werte, die die Leute abgeben. Das ist überhaupt nicht statistisch besiegelt oder so. Aber die Vertragsleute sagen natürlich, dass sie es werden nach 2 Jahren, weil sie das Gerät haben wollen und nicht, weil sie kaputt gegangen sind. Aber da wären wir ja schon wieder beim Thema Vorwurf und geplant. Naja. Zur technischen Obsoleszenz, also der, ja, das kann man ja gut nachweisen, wenn es kaputt gegangen ist. Ja. Viele Telefone sind an ähnlichen Stellen kaputt gegangen bei den Leuten. Also solche Sachen, ja, das passiert recht vielen Leuten. Es fällt auch vielen Leuten tatsächlich mal in irgendwelche Flüssigkeiten. Ja, passiert. Ach. Ja. Rauskommt, ja. Extrem viele Handys. Ah. Ach, das finde ich gut, okay. Das ist immer gut zu wissen. Okay. Also ich habe hier praktisch nur das, was ich aus den persönlichen Interviews auswerten kann und jetzt erstmal keine Statistiken. Genau. Also von denen haben aber auch 80% gesagt, sie haben sie hatten Defekte und 2 Defekte. Meistens war es irgendwas am Mikrofon oder so, oder die konnten es einfach nicht hochfahren, das ist echt vielen Leuten passiert. Vertragshändler viel erzählt irgendwie, dass die das Handy einfach nicht mehr hochfahren können. Und dann sind normale Endnutzer, also überhaupt die Perspektive, die ich jetzt einnehme, sind normale Endnutzer sozusagen. Deswegen wende ich mich auch an euch, ja, in der Hoffnung, dass ihr ein bisschen mehr technisches Know-how habt als ich. Ich habe tatsächlich sogar fast eine Aversion gegen Technik und will jetzt hier irgendwas gegen das Thema angehen, ja. Ist aber wichtig. Also es ist wichtig, dass das Thema jemand sieht für Endnutzer, die
ganz normal sind, also die überhaupt keine Ahnung haben von Technik, ja, aber dass die ihr Gerät selber auch mal instand setzen können sozusagen. Aber dann braucht man immer zwei Komponenten. Einmal die Sicht von jemandem, der darauf achten muss, dass es umsetzbar ist für Leute, die eben keine Ahnung haben, und einmal die Sicht von technisch affinen Leuten, die sagen, ja, kannst du machen, das kannst du machen, hier gibt es Möglichkeiten. Und ich hoffe, das können wir heute auch bearbeiten hier. Also 80% haben gesagt, es kann. Von denen haben auch nochmal 90% versucht, es zu reparieren. Tatsächlich. Also es ist nicht so, dass jeder das gleich in die Ecke wirft und sagt, ach, scheiße, geht nicht, ich hole mir ein neues. Die Leute probieren es natürlich erstmal. Also nicht die mit Erneuerungsvertrag, weil die kriegen ja eh ein neues. Und das steht ihnen ja zu, wenn es kaputt ist und so weiter. Aber die Leute, die dafür echt mal versuchen, das zu reparieren. Genau. Ja. Ja. Und die haben auch Angst machen. Also Angst spielt hier echt eine Rolle. Okay. Ziele des Workshops heute. Wir sind echt ein bisschen viele. Mal gucken, wie das heute jetzt klappt. Ich improvisiere einfach mal. Ne? Also Ziel ist es auf jeden Fall, die Nutzungsdauer zu verlängern vom Mobiltelefon. Also von 2 Jahren auf 4 oder was weiß ich. Einfach dadurch, dass die Leute selber instand halten können. Also großes Problem ist, keine Instandhaltungskompetenz mehr vorliegt bei den Leuten. Es wird auch über die Medien überhaupt nicht suggeriert, ihr könnt eure Geräte auch instandhalten. Es wird immer nur suggeriert, kauft ihr doch gleich ein neues. Ach, wieso hast du denn noch dein altes? Ja. Und ja, dazu sollen halt einfach Konzepte gefunden werden, wie kann man das schaffen. Und ich habe natürlich schon mal ein paar Problemchen zusammengestellt, woran es hapert bei den Leuten, also warum sie es nicht selbst instandhalten können. Genau, der Fahrplan. Also auf der Seite steht, was ich vorhabe und warum ich es nicht mache. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht. Ich erzähle jetzt mal, was wir heute machen. Und zwar, ich stelle euch 2 Nutzerprofile vor. Einmal von einer, also das ist keine echte Person sozusagen, sind keine 2 echten Personen, sind aber Statements von tatsächlichen Personen. Also so ein bisschen zusammengewürfelt konnte ich halt so 2 Typen reißen. Also einmal technisch affin, dann Leute, die eigentlich Potenzial haben, technisch affin zu sein, also die auch reparieren würden, aber denen fehlen die Kompetenzen. Und dann Leute, die absolut kein Interesse am Gerät haben, sozusagen. Und die Affin habe ich jetzt. Halten die auch 10 Jahre? Also, nur lernen, aber deren Probleme muss man nicht lösen. Ja, ich würde sagen, also es gibt genug Technikaffine, die es auch aufgegeben haben. Ja. Ich weiß von meinem Onkel, der hat vor 15 Jahren noch reinweise Fernseher repariert, weil damals gab es für jedes Gerät noch einen Bauplan und man konnte einfach ein bisschen was ja machen. Und spätestens seitdem man überall TFTs hat, funktioniert das einfach nicht mehr. Also der wird seinen eigenen Fernseher wegschmeißen, wenn da jetzt irgendwas kaputt ist. Ja. Und hat vorher halt welche vom Shop geholt und die wieder flott gemacht. Ja. Der andere Punkt ist halt auch, ich muss mir überlegen, wie lohnt sich das. Ja, wenn ich jetzt mal rechne, ich verdiene pro Stunde Euro X, ich stecke 3 Stunden Arbeit rein, das Gerät zu reparieren, das kostet mich dann so und so viel Geld. Mhm. Wenn ich es auf Geld umrechne, wie viel Geld wird es kosten, wenn ich ein neues Gerät kaufe? Ups, die einkaufen. Ja. Ich repariere selbst in der Werkstatt die Geräte. Und wenn ich jetzt vielleicht wollen, als Hersteller die Kraft, die man da hat. Wenn man so Geräte repariert, die Garantie, die man dann nachher wieder geben muss. Mhm. Und ich selbst als Fachmann weiß nicht immer, wenn ich jetzt irgendwas repariere, also drüber Einzugsrolle getauscht, Einzug funktioniert wieder, 2 Wochen später ist die Heizung kaputt. Was sagt der Kunde, seitdem wieder dran war, ist die Heizung und der fällt nicht mehr, der fixiert nicht mehr, das ist kaputt. Ja. Und spielt sie das Ganze 2 Wochen repariert, will jetzt Garantie. Und das ist als Fachhändler natürlich auch eine echt schwierige Situation. Ist es auf jeden Fall. Auch die Achtung in der Form, dass man jetzt, was ich, wenn ein elektrischer Fehler oder sowas drin ist, oder danach auftaucht, ist man sofort wieder in der Haftung drin. Das ist für denjenigen, der es repariert, im Fachhandel, auch echt schwierige Situation. Das ist auch wieder, komm, Schweiß weg. Ja. Wie der Kollege schon sagte, wenn die, ja, das hat recht, wenn die jetzt 100 Euro pro Stunde dafür nehmen, Tintenstrahler reparieren. Ja. Aber also, ich hab's in der Übergangszeit, wo dann noch, wo die Tintenstrahler noch mit Feuer waren, sogar das. Also ich habe so Tintenstrahler repariert, war so ungefähr, was ich, hat 50 Euro gekostet, die Reparatur. Tintenstrahler hat damals 150 Euro gekostet, aber erst nach der Reparatur konnte ich feststellen, dass die Patronen leer waren. Mhm.
Und dann sagt der Kunde auch, bist du bekloppt? Ist das 50 Euro Programm, jetzt soll ich nur noch für 100 Euro Patronen reinstecken? Ja, also. Schwierig, ja. Aber also, das sind halt auch Kontexte, ich glaube, ich konzentriere definitiv für normale Kontexte, normale. Ansonsten würde ich gerne erstmal kurz sagen, was wir heute machen, und dann können wir wirklich zu den Wortbeiträgen gerne. Es ist klar, dass es als Fachhändler schwierige Sachen zu reparieren, genau aus dem Grunde. Deswegen ganz gut, dass es da jetzt einfach gerade so diese Bewegung mit so Regalcafés, Geräte tatsächlich repariert werden können von jemandem, der dann auch gleich sagt, ich helfe dabei, das zu reparieren, ich helfe dabei, die Ersatzteile zu kriegen. Oder auch irgendwelche technischen Dokumente abzutragen, die man schwer googeln kann und so. Ich übernehme aber keine Garantie, sondern wir versuchen das wieder vorzukriegen, gerade bei dem Beispiel Fernseher. Es ist ja so, der Fachhändler, also oder der Servicepartner, der würde den kompletten Bildschirm austauschen. Dann wäre es günstiger, einen neuen Fernseher zu kaufen. Meistens ist aber gar nicht der CFT kaputt, sondern nur die Leuchtung. Und das ist was, das kriegst du für 5 Euro wieder hin. Also klar macht es der Händler nicht, weil der hat seinen Wartungshandbuch und da steht drin, wenn der Bildschirm kaputt ist, tauschen wir den Bildschirm aus. Mhm. Aber das ist halt einfach nicht das, was man machen würde, weil das nicht sinnvoll wäre. Ja, danke. Immer gleich zu sprechen, auf jeden Fall. Das stützt auf jeden Fall meine These. Und es ist ein Handlungsbereich, wenn du sozusagen mit Leuten zusammenarbeitest, die ihre eigenen Geräte reparieren. Dann werden solche Fragen gar nicht aufkommen. Ist Haftung oder was? Ist mein eigenes Gerät? Haftung ist schon länger, ja, gar nicht längst abgelaufen, ne? Solchen Sachen auch auseinandersetzen, sonst ist man Konflikt und auch so, da in so einem Thema möchte ich jetzt echt nicht arbeiten, da kommst du ja nicht weiter, ja, in 4 Monaten. Ja, so, scheiße, jetzt war ich noch gar nicht fertig. Also, heute, ich stelle euch zu einer Nutzerbeziehung. Dann mal eine Vorabstrategie meinerseits und dann stelle ich euch einfach Probleme vor und wir machen so einen Ideenpool und bewerten das danach dann auch sozusagen. Also gerne, dann kommen die Wortbeiträge, wir schreiben alles auf und werten das dann auch aus. Einfach, man muss ja ein bisschen strategisch vorgehen, sonst kommt da nur Wirrwarr bei raus. Genau, und am Tag 2, wer dann wieder Lust hat mitzumachen, würde ich mich freuen. Da entwickle ich dann aus dem Gesagten so ein paar Konzepte und die werden dann halt so ein bisschen auf, wie sagt man, Herz und Nieren, naja, werden dann geprüft. Funktionieren auch im Kontext normaler Endnutzer. Was nicht zu vergessen. Ja. Also so ein bisschen der Realitätscheck. Okay, meine Strategie. Ist eigentlich klar, behalten statt Neukauf. Genau. Hier haben wir mal kurz einen Wortbeitrag von einer Userin von iFixit, die einfach nur kurz gesagt hat, was viele Repair-Cafés ja auch irgendwo verkürzen, einfach lass dir von keinem erzählen, dein Gerät irgendwie das nicht mehr wert ist, es zu reparieren, einfach ein neues. Nee, reparier es einfach. Das verkörpert auch so ein bisschen, was ich jetzt hier implementieren möchte. Okay, so, Auswertung. Also Barrieren der Langlebigkeit, ich denke mal, da findet sich ein oder andere auch in den Wortbeitrag wieder. Oh, das Blau sieht man ja supi. Herstellerbedingt möchte ich mich jetzt eigentlich nicht so gerne konzentrieren, weil die Probleme kann ich jetzt nicht in so kurzer Zeit lösen, wenn ich da überhaupt irgendwas machen kann. Mal gucken. Ja, kurze Innovationszyklen kann man bestimmt über soziale Innovation beeinflussen, dass es verstärkt wird. Die Hersteller dann unreparierbarer sozusagen und hat dann in den Innovationszyklen geschaffen. Also die Prozessoren immer schneller weiter und so weiter. Ja, ich hoffe. Hier gehen wir mal zu den Anwenderproblemen über. Einfach so Sachen löten, trauen sich viele. Wenn man einfach einen Workshop zu geben, schon, ja. Also trauen sich Sachen einfach nicht anzupacken. Dabei sind die vielleicht, ja. Wo recherchiere ich jetzt? Wie kann ich das Problem jetzt lösen? Viele Problemlösungen sind ja schon vorhanden. Aber muss man sich erstmal fokussieren und man muss erstmal die Fehleranalyse hinbekommen, sozusagen. Genau.
Und dann halt diese mentalen Probleme. Man hat Angst, etwas kaputt zu machen, man vertraut sich selbst nicht, man hat überhaupt keine Ausbildung, mit dem Problem auseinanderzusetzen. Das sind halt so Sachen, die ich jetzt rausgefiltert habe, schon hinter mir habe. Und es bezieht sich alles aufs Telefon. So. Nutzerprofil. Also, dann haben wir einmal die erste Person, die hat, ich nenne sie einfach mal Gundula, damit wir uns immer so ein bisschen an dieser Person festhangeln können, wenn wir gleich in den Ideenpool gehen. Die ist 30 und hat eigentlich keine Zeit, sich irgendwie darum zu kümmern, das Problem an ihrem Telefon jetzt zu reparieren. Sie will einfach nur, dass ihr Telefon läuft und nutzt die Anwendungen. Wenn sie Probleme hat, dann gibt es einfach an die Person ihres Vertrauens, also zum Beispiel an ihren Freund weiter. Was hat sie für Probleme? Also erstens kann sie ihren Fehler überhaupt nicht beschreiben. Sie hat auch keine Ausdauer zu recherchieren, was das jetzt für ein Problem ist überhaupt. Ja, und zur Instandsetzung. Und sie wünscht sich, wenn dann überhaupt, ein Angebot, das so schnell und so leicht zu verstehen ist, dass sie es auch umsetzen kann. Also schwierige Ausgangssituation, aber die Gundula spiegeln, glaube ich, sehr viele Endnutzer dar. Also es sind sehr viele Endnutzer, die das Problem sofort an die nächste Vertrauensperson weitergeben oder einschicken, obwohl es vielleicht gar nicht irgendein kleiner Kniff nur wäre. So. Dann gibt es die Pia24, die würde auch mal was reparieren, traut sich aber manchmal nicht. Also die recherchiert auf jeden Fall erstmal ihr Problem und schaut mal, ob sie es beheben kann. Ja, das ist auf jeden Fall eine Person, die keinen Handy-Erneuerungsvertrag hat und auch nicht so viel Geld. Das heißt, sie hat schon mal eine ökonomische Position und Motivation, das länger sozusagen zu behalten, das Telefon. Ihr Problem ist, sie versteht auf jeden Fall, sie kann manchmal den Fehler gar nicht analysieren. So, und sie kommt auch mit dem Fachjargon nicht so gut klar. Genau. Sie würde ihr Telefon gerne mal instand setzen, also einmal komplett platt machen und alles neu drauf, die ganzen Müll-Apps runter. Weiß aber gar nicht, wie sie es hinbekommt und wo es überhaupt Betriebssoftware oder sowas gibt. Ja, solche Sachen. Also sie wünscht sich auf jeden Fall verständliche Anleitungen, Orientierungshilfen, eine klare Struktur, solche Sachen. Genau. So. Das sind sozusagen zwei Nutzerprofile, die zusammengestellt sind aus Leuten und Wortbeiträgen, die tatsächlich so geleistet wurden. Genau. Und jetzt würde ich gerne, ja, jetzt geht es eigentlich in den Workshop über. Also wer jetzt Bock hat, den Workshop mitzumachen, bleibt hier, wenn nicht, geht. Okay. Oh Mann. Okay, gut. Dann ist jetzt in die Interaktion. Ne? Also, der Tisch ist zu klein für uns alle. Aber eigentlich sollte sich da so ein bisschen drehen und wandeln. Na gut, okay, wir switchen. Also, ihr gebt Wortbeiträge und ich versuche das so schnell wie möglich mit aufzuschreiben, einfach hier am Flipchart. Genau, ich lasse die Probleme mal offen. Ja. Na, ich hätte noch zwei Anmerkungen. Also bei ja, Barrieren gerne. Hast du so eine Folie Barrieren für das anzugehen, der Angelegenheit? Ja. Genau. Es ist auch zu wenig darüber nach, warum man das Gerät wertschätzen sollte. Nicht nur, weil es ein Mietgewand ist oder weil ich da meine Daten drauf habe oder sonst was, sondern auch, weil da seltene Erden verbaut sind, weil die unter schlechten Bedingungen hergestellt werden etc. Das heißt, dieses Bewusstsein über ökologische und soziale Aspekte ist nicht sehr verbreitet. Es wird halt nur aus solchen wirtschaftlichen Sichtweisen betrachtet. Und das ist auch ein Punkt, der bei Nutzerprofilen noch mit reinkommt. Möglicherweise, also meine Motivation, ein Gerät weiter zu nutzen, solange ich es kann, ist unter anderem diese, dass ich sage, es ist zu schade, es wegzuwerfen, weil da drin sind, die nicht auf den Müll gehören oder die irgendwie recycelt gehören oder die möglichst lange benutzt gehören. Ja. Und selbst wenn ich es irgendwie, wenn ich zum Beispiel ein neues Gerät brauche, weil ich mehr Leistung brauche und die alte Leistung nicht erreicht, ist es mir wichtig, dass es eine Nachnutzung gibt. Und dafür muss ich es vielleicht auch reparieren oder instand setzen in irgendeiner Form, was auch eine Motivation dafür ist, sich damit zu beschäftigen. Perfekt, also du spiegelst auch gerade sehr, ich glaube, 2 oder 3 Wortbeiträge wieder, die andere Leute auch schon gesagt haben. Also wenn sie das Gerät nicht an jemand anders weitergeben, hätten sie so sehr ein schlechtes Gewissen, dass sie es auch nicht machen würden, also dass sie es behalten würden, aber es landet dann auch nur im Schrank. Findet dann keine Weiternutzung, ja, es landet nicht in Afrika auf dem Müll, aber ja, aber es ist richtig, ist auch eine Motivation vieler sozusagen, das dann nochmal zu reparieren. Ist auch eine gute Motivation und ist tatsächlich nicht sehr präsent in den Medien, ja. Das ist halt ein Thema, es ist schwierig. Also ich weiß nicht, wer Nudging vielleicht so ein bisschen kennt, wir reden viel im Uber darüber. Du, Nudging, also eine Art der Steuerung, so Entscheidungssteuerung sozusagen. Also okay, bei dem Thema ist es halt schwierig. Teilweise
Problem. Leute, die es interessieren, die fuchsen sich da schon rein. Aber das Problem ist ja meistens eher, dass es den Leuten, die sich dafür nicht nur so ganz bisschen, also die es nur vielleicht reparieren würden, wenn sie wirklich hilft, ja, mehr Unterstützung. Nicht unbedingt aus ökologischen Gründen, sondern aus ökonomischen Gründen. Aber es ist ja egal, trotzdem die Umwelt irgendwie, wenn es der Umwelt hilft, ja, wenn die seltene Erden. Egal, dann geht man eben über diese Richtung sozusagen. Aber also über Suffizienz zu gehen, also zu sagen, verzichtet oder ein schlechtes Gewissen zu machen, das bringt nicht viel. Also als im Design sollte man halt nicht über solche Schienen laufen sozusagen oder ja. Erzählt, du warst zuerst dran, ne? Ja, vielleicht mal ganz kurz noch als Position des Advocatus Diabolo hier. Ich glaube, die Leute, die hier sind, haben das Problem vielleicht eher andersrum. Wir lieben es ja alle irgendwie, unsere uralten Computer sozusagen bis in alle Ewigkeit weiter zu betreiben. Ja, das ist auch perfekt. Also, das ist gut. Aber so cool das auch sein mag, irgendwie eine alte Backstation zu haben, irgendwie als WG-Rechner oder so. Verbraucht oder mit Ray, weiß ich nicht. Das Ding mal eben 400 Watt weg. Für was man mit einem modernen Computer auch mit 2,4 Watt hinkriegen will, mit so einem Raspberry Pi oder so. Da kann man natürlich überlegen, nach wie vielen Betriebsstunden man irgendwie so viel Kilowattstunden sozusagen verschwendet hat im Vergleich zu einem aktuellen Rechner, dass man davon halt auch quasi schon 20 neue Prozessoren hätte herstellen können. Ja, das ist mir auch bewusst. Hast du recht? Seltene Erden sind selten und die kann man quasi abzählen. Strom, Energie kann man nicht abzählen. Solange unsere Sonne scheint, werden wir hier Energie haben. Mehr oder weniger, kommen wir einfacher ran oder weniger einfach ran. Aber wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann sind wir sowieso alle tot. Wir sollten grundsätzlich nicht ausschließlich auf die seltenen Erden und also tatsächlich anfassbare Rohstoffe achten, aber wir sollten es meiner Meinung nach schwerer gewichten. Und zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich um direkt da anzuknüpfen, nicht nur die Motivation Öko, sondern auch die Motivation, das macht halt einfach Spaß. ich behaupte jetzt einfach mal, Otto Normal, der denkt sich, jetzt muss ich mich damit rumschlagen, das ist total anstrengend. Also ich sehe das in letzter Zeit relativ YouTube-Werbeclips für irgendwelche Software-Schulungs-Videoseiten, dass da junge, ambitionierte Leute fröhlich grinsen und sagen, oh ja, und dann habe ich ein Problem und dann kann ich das lösen und dann geht es mir total super. Also die Motivation an der Problemlösung an sich scheint nicht sehr verbreitet. Mhm. Ich glaube aber, dass man damit tatsächlich eine ganze Menge Leute erreichen kann. Und dann spielt die von dir angesprochene Wirtschaftlichkeit vorhin, spielt dann eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, weil ich repariere das ja nicht, um kein Geld auszugeben, sondern ich repariere das, weil mir das Spaß macht. Ja, du. Und die richten sich halt an eine ganz bestimmte Nutzergruppe. Und der Standardmensch auf der Straße gehört sich um die Gruppe Nutzergruppe. Die überragende Mehrzahl der Menschen sagt, so anstrengend. Ich habe gesagt, warum sagt der überragende Teil das? Warum sagt der überragende Teil das? Weil er falsch spricht. Weil die gerecht nicht so aus, weil jeder was anderes zu tun hat. Joggen. Das ist quasi Blödsinn. Bitte? Ist das
dazu. Sag Bescheid, wenn Raucherpause ist. Ich denke, das ist zu einem ganz großen Teil Mode. Ich glaube, dass deine Aussage, das ist halt einfach so, sehe ich nicht so. Die Menschen, Otto Normal, lässt sich sehr, sehr stark durch die Medien beeinflussen. Auch hin zu besseren Verhalten. Hinter den Medien stehen Wirtschaftsinteressen. Und das Wirtschaftsinteresse ist nicht, ich verkaufe irgendwie 5 Elkos für 1,50 Euro und schön, sondern ich verkaufe ein neues Telefon für 8 Euro. Genau, und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Super. Ja, weil das mein eigentliches Problem ist dann, mir ist oft klar, dass das bei den Geräten XY nur irgendein Elko-Stand gelaufen ist. Ich habe nicht die Kompetenz rauszukriegen, welcher. Wenn es mir jemand sagen würde, oder wenn ich ein paar ausprobieren würde, würde ich da auch ein paar Elkos reinlöten. Das ist kein Problem, habe ich auch schon gemacht. Aber ich habe einfach weder die Werkzeuge noch die technische Kompetenz in Elektronik zu sehen, welcher Kondensator hat da irgendwie einen Geist aufgegeben. Möglicherweise sehe ich, dass einer aufgedreht ist, vielleicht noch. Dann gehen wir in den nächsten Hackerspace, die helfen dir gerne. Genau, oder ich gehe eine Ebene höher und klicke mir halt bei eBay irgendwie das Powerboard für den Monitor, was halt die Baugruppe, nicht das ganze Display, sondern eben nur die eine Baugruppe ist, weil ich weiß, die ist es und die kriege ich dann neu dazu. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also da fehlt mir dann, wie gesagt, die technische Kompetenz. Ich brauche jemanden um die Ecke, der eben diese Kompetenz hat. Und das andere Beispiel, diese Spinnennetz-App bei der Freundin auf dem Handy gehabt. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie macht nur das neue Glas drauf. Das heißt, A, kriegt man es vielleicht nicht richtig runter und das neue hat vielleicht, wenn man es drauf gemacht hat, irgendwelche Blasen drunter oder wir haben es nie richtig sauber. Mhm. Also irgendwelches Staubzeug. Willst du das? Nein. Also braucht sie sich erstmal eine neue Display ein, lässt sie sich noch nicht einbauen, sondern sagt, machst du mir das? Sag ich, okay, könnte ich probieren, aber mir fehlt wieder das Handwerkszeug, um das Handy so zu öffnen, dass es nicht kaputt geht oder hier das Verklebte zu lösen oder sonstiges. Mhm. Also gehen wir wieder in einen Laden, der das für einen Betrag nichts tut, aber wenigstens dafür, na, ich weiß nicht, ob es Garantie gibt, aber wenigstens sagt, ich habe das schon 20 Mal gemacht, ich kann es relativ gut. Das heißt, diesen Zugang zu Hilfe, Hackerspace und die Hilfe, ja. Das ist eben wichtig, da muss unbedingt da sein. Okay, gut, dann sind wir jetzt schon bei mehreren Strategien angekommen, die ich praktisch eigentlich auch schon verfolge, aber ich wollte die ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil ich eure Ideen noch offen lassen. Also ich wollte euch nicht gleich mit in die Box reinnehmen, sondern noch ein bisschen offen lassen. Ne? Aber gut, wenn ihr es schon ansprecht, dann ist es halt auch wirklich so. Also einmal Strategie Langlebigkeit durch Kompetenzpersonen. So. Übrigens auch mal meinen Ursprungsansatz über den Hackerspace. Aber irgendwie bin ich ein bisschen abgekommen. Aber ja, ist noch mit drin. So. Also, genau. Also, wie kann man vielleicht besser verknüpfen? Oder hat man eine persönliche Patenbetreuung oder so? Ne? Du hattest eine Strategie genannt. Das heißt, vergessen. Also wir hatten zwei Teile der Motivation. Ach so, Motivationsüber, genau, also Motivation genau. Über die Maschine und über die Maschine. Genau, ja. Genau, und das sind halt solche positiven auch. Also es muss immer irgendwas sein, was ein positives Gefühl im Bauch auslöst sozusagen. Ne? Also wir als Designer gehen viel über die weichen Daten des Menschen und das motivieren weiterzumachen. Ne? Also gut, gehen wir damit. Ja, aber ich gehe langsam mal hier. Eine entscheidende Strategie ist letztendlich auch, dass der Gesetzgeber das ändert. Weil ich bin eine Person, die zum Beispiel gar nicht selber gerne bastelt. Ich möchte mit dem Telefon telefonieren über den Computer. Kannst du noch so ein Stück machen? Das heißt, ich, danke. Mein Fokus ist nicht das Basteln, ich will mich da auch nicht reinfuchsen. Ich weiß aber auch, dass es kein Zustand ist, dass damit der Hersteller ein Gerät verkauft, damit 1 Euro zu verdienen, dass die Gesellschaft insgesamt vielleicht Jahre später 10 Euro dann ausgeben muss. Das ist natürlich ein Zustand, der nicht haltbar ist, der nicht, gar nicht nachhaltig ist. Das ist ganz klar. Das heißt, die Wirtschaftsinteressen immer absolut. Nur in dem Moment, wo Produkte entsprechend besteuert werden, dass man sagt, was kostet es wirklich und das muss der Konsument da letztendlich auch ausgeben. Das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, dass sich das flächendeckend ändert. Ich hoffe, so ist es nicht. Also das hoffe ich wirklich nicht. Also ich hoffe, man kann tatsächlich über den Endnutzer mehr machen. Ansonsten, also ich mache ja die Arbeit nicht umsonst am Umweltbundesamt. Dort werden solche Gesetzgebungen formuliert, also erstmal erforscht und ausformuliert und es gibt
in meiner Abteilung wahnsinnig viele Vorhaben zum Thema geplante Obsoleszenz, aber man kann es momentan nicht nachweisen. Das Problem ist, dass man kann das Nutzerverhalten, was die Langlebigkeit der Nutzung der Telefone ja aktiv beeinflusst, kann man so nicht nachvollziehen. Das ist ein Problem. Ja, man könnte beispielsweise verbieten, dass Firmen zu diesen Umständen in manchen Ländern seltene Erden abbauen. Wenn man sagt, eine Firma wie Siemens oder Apple, die dürfen nicht einfach 0,2 Cent in den Stundenlohn bezahlen und ja. Kinder anstellen und so weiter, dann hätte man schon einen großen Schritt geschafft. Oder dass die Firmen diese Produkte zurücknehmen müssen, dieses Cradle-to-Cradle-System. Die sind gezwungen, diese Geräte zurückzunehmen. Ja, wir kommen nicht voran, ich sag's euch. Reicht nicht schon ein Gesetz, ja. das gegen die geplante Obsoleszenz vorgeht? Ja, dann vor zwei Monaten verabschiedet. Ja, mal gucken. Ne? Also die sind dran. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt dazu Frankreich verabschiedet wurde. Ja. Ja. Also ich glaube, zum Thema Langlebigkeit. Es ist gelungen, die geplante Obsoleszenz tatsächlich nachzuweisen. Also es ist gelungen, nachzuweisen, dass in diesem Drucker eine Funktion drin ist, die besorgt, dass dieser Drucker zu einem bestimmten Zeitpunkt kaputt geht. War da nicht die Geschichte mit dem Zähler? Also so von der kaputt und dann kannst du eine Null in den Counter reinschreiben, ja. in der eben die Seiten tatsächlich zählt. Das ist eben nicht das, was man unter geplanter Obsoleszenz versteht, aus Sinne des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber sagt, Moment, das ist tatsächlich ein Problem. Der Gesetzgeber sagt, guck mal, du darfst dir nicht geplant irgendwie sagen, das Ding hält 2 Jahre, 3 Monate und 2 Tage, dann ist es kaputt. Aber er sagt halt auch, du musst dafür sorgen, dass das Ding ordentlich betrieben werden kann. Und die Druckernummer ist halt so, wenn du einen Tintenstrahldrucker nimmst, der macht deine Düsen ab und zu sauber, hat ein Sendchen, wo die Tinte reinläuft. Ja. Und um sicherzustellen, dass dann nicht die Tinte rausschaut und das Büro versaut, sagt das Ding, okay, das kann maximal so und so viele Reinigungszüge überleben. Ja. Setzt es extra ein bisschen niedriger an, um sicherzugehen, falls da ein bisschen mehr rausläuft, bla bla bla. Und schon bist du aus dieser geplanten Obsoleszenz und als Hersteller bin ich dafür verantwortlich raus. Ja? Das kannst du so nicht lösen. Es kann ja keine geplante Obsoleszenz sein, wenn du einfach den Tintenfänger austauschen und diesen Seitenzähler zurücksetzen kannst. Dann ist der Drucker eigentlich kaputt. Genau. Dann ist er nur in einem Zustand, wo er dir eben sagt, tausch doch mal mit der Tintensieb aus. Jetzt wäre schön, wenn es nur bei Tintenstrahldruckern so wäre, aber HP macht das teilweise auch bei Laserdruckern, dass die Toner-Kartuschen einen Page-Counter haben und nach einer bestimmten Anzahl an Seiten geht halt nichts mehr, bis man einmal den Chip bespaßt. Dann darf man wieder drucken. Dass die Kartusche noch halb voll ist, interessiert an der Stelle eigentlich niemanden. Die Tintenkartuschen werden sogar schon Haltbarkeitsdatum auf dem Chip. Wenn die zu alt sind, zu lange gelagert sind, dann könnte ja die Pigmentierung in der Tinte nicht mehr hinhauen und dementsprechend geht nicht. Okay, ich muss jetzt mal ein bisschen moderieren, sonst verlaufen wir uns. Also das hat ein riesen komplexes Teil hinter sich, ja. Also was Richtung Gesetzgebung einerseits, andererseits wirtschaftliche Sachen. Ne? Also kannst du ja sagen, was du willst, es ist einfach geplant. Die müssen ihr Geld verdienen, ja. Wir sind halt hier in einer Wachstumsökonomie. Auch da ist ein Riesenapparat dahinter, was noch mit anzieht, dass wir immer nur weiter wachsen müssen. Denn da muss man eben solche Strategien anziehen. Das ist halt das Problem, ja. Also ein Riesending dahinter, aber also ich habe nur 4 Monate Zeit, jetzt nur noch 3. Und ich möchte mich auf Endnutzer konzentrieren, weil ich nur mal Social Design mache. Also ich mache was für normale Menschen und ich möchte denen was an die Hand geben. Und das ist das Tool, was ich jetzt gerade habe und darauf werde ich mich auch konzentrieren. Genau, und die Strategien sind eben Langlebigkeit einmal durch Kompetenzpersonen einerseits, andererseits vielleicht einfach durch Motivation. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir das schaffen? Also, gerne, können noch mehr dazu. Zugänglichkeit hat man auch schon zumindest im abstrakten Sinne angesprochen, ja. Worden, nämlich offene Standards, die zugänglich sein müssen, also Reparaturhandbücher etc. Mhm. Und Schrauben. Das ist halt herstellerbedingt halt sozusagen, ne? Das ist eine Schwierigkeit. Ich habe noch keine Schraube gesehen. Warum ist da keine Schraube? Das kommt aber auf dein Handy an. Es gibt auch mein Handy hat Schrauben. Also mein Handy hat Schrauben. Hast du ein iPhone oder was? Nee. Achso. Ja, diese wasserdichten Teile sind halt auch nochmal scheiße, ne? Aber gut. Also ich glaube, es wäre doch besser, wenn wir das interaktiv machen, sonst verwirren wir uns hier so, ne? Also wir gehen jetzt an den Tisch und jeder schreibt seine Sachen auf. Okay? Ich habe leider nicht so viele Stifte.